Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online hier auf Steel Gaming mit mir, dem Striker. Ja, was soll ich sagen? Es geht weiter. Andere Positionen als letztes Mal. Ich war in der Stadt, mal wieder ein bisschen versucht, jedenfalls ein Inventar aufzuräumen. Aber dank meiner Noobigkeit ist immer noch alles voll mit den ganzen, voll mit den ganzen Schatzkarten, die wir haben. Ja, und leider, das dauert immer alles ein bisschen länger, bis man in den Gebiet dort mal kommt. Und ich kann ja leider nicht auf die Bank packen, komischerweise. Warum auch immer. Es funktioniert nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Quests zu erledigen. Und hier unten haben wir auch noch Dungeons, die wir noch machen müssen. Habe ich auch noch gesagt gekriegt, von wegen, mach mal hier die Dungeons mal ein bisschen mehr. Die geben immer eine Himmelscherbe am Ende und auch ordentlich EP, habe ich mir sagen lassen. Hallo. Teilweise zumindest. Von daher schneiden wir doch mal direkt da rein. Ja, ist ja gut. What? Wo kommt was zum Spielen? Da. Was gibt's? Wieder nur einen Heilerstab. Ich glaube, ihr wollt mich hart trollen, kann das sein? So, jetzt zum Thema, was ich eigentlich sagen wollte. Zwischen der 14. und 15. Folge oder irgendwie so um den Dreh rum, habe ich mal einen Tag es geschafft. Oder nicht geschafft, eher mal nicht hochzuladen, habe ich voll verplant an dem Tag. Deshalb gab es an dem Tag auch keine Folge. Deswegen entschuldigt die Unregelmäßigkeit. Wird nicht wieder passieren. Aber hier und da hat man natürlich auch nochmal so ein paar Sachen im Real Life zu erledigen. Soll mal vorkommen. So, da müssen wir jetzt hin. Zu der Armatur des Inneren, der Inneren See. Klingt schon mal interessant. Mal schauen, ob es das auch ist. Ich muss mal wieder gucken, wie man hier rumkommt, oder was? Ich dachte, ich kann jetzt mal einfach leger durchlaufen, aber funktioniert nicht so ganz. Na, wo kann ich hier durch? Ich sehe das schon wieder. Jetzt habe ich wieder die ganze Ausdauer für Sprinten verbraucht und hinterher wundere ich mich dann, warum ich keine Ausdauer für die Angriffe habe. Aber egal. Ich wollte schon sagen, jetzt kommt hier wieder irgendwie hier von wegen dem Ladescreen abgekackt. Soll teilweise mit dem neuesten Patch nicht mehr so passieren, aber das kann ja immer noch passieren. Fall in your face, würde ich mal sagen. Nein! Mano. What? Gehen wir einfach mal durch, wa? Nix da, da wüsste ich aber.
Das wüsste ich aber, Kollege. Ich würde mal sagen, gesnackt, wa? Zahnrad nur für schwul. Der Panther baue ich jetzt nicht, nehmen wir mal Ausdauertränke. Ne. Aha. Ah, hinten sehe ich schon die Himmelsscherbe. Das ist natürlich auch so was hier, wo man auch in den Solo-Dungeons immer schön mitnehmen kann, die Himmelsscherben. Ist immer einer auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall. Heißt, wenn ihr eine Himmelsscherbe braucht und noch nicht in einem Dungeon wart, in irgendeinem Gebiet, geht rein, da ist auf jeden Fall immer einen drin. Müsst ihr nur finden. So, jetzt tun wir uns mal hier den Gefallen und warten mal auf den... Oh! Lohnt sich manchmal hier und da sogar auch auf die zu warten. Jetzt in dem Fall war es nicht so ganz von Erfolg gekrönt. Aber manchmal droppen da auch schon so blaue Sachen drin. Das kann ich euch deswegen sagen, weil ich nebenbei natürlich auch ein, zwei andere Charaktere spiele nebenbei. Weil, wenn meine Festplatte voll ist, muss ich natürlich auch erstmal rendern und in der Zwischenzeit spiele ich dann auch noch hier und da noch ein bisschen weiter. Wenn die Festplatte voll ist, kann man nicht weiter aufnehmen, deswegen spiele ich mit dem Charakter auch nicht weiter, sondern spiele erstmal ein bisschen was anderes noch. Und da habe ich hier einen oder anderen auch schon gemacht. Deswegen kann ich auch ein bisschen was dazu sagen. Was? Ach, nur ist jetzt alles klar. Na komm, geh auf. Ja, du darfst weggehen, deine Bildschirm. Naja, haben wir Zeit, was zu trinken, wa? Ich guck mal den Ladebildschirm immer schon ganz komisch an hier von wegen. Bloß nicht, mein Freund, bloß nicht. Ich bin mir überlegen, ob ich das da hinten irgendwie versucht habe. Oh, stopp, was zum? Mann. Ob ich jetzt zuerst dahin gehe oder. Ich würde überfahren, wenn ich hier bin, wird das eher Sinn machen, dann hier so rüber zu gehen, ne? Von daher war ja, glaube ich, nichts mehr so weit. Deswegen, komm, teleportieren wir uns da unten hin kurz. Machen das andere Dungeon noch. Genau so. Five. Das haben sie immer noch nicht rausgemacht, ne? In dem Patch schon stand zwar, dass das jetzt nicht mehr passieren soll, dass man auf einmal irgendwie abmountet. Aber irgendwie passiert es mir immer noch. Dann wäre mir einfach zu blöd, das zu checken, warum ich mir das immer passiert. Oder ist es einfach immer noch ein Bug und ich habe es immer noch nicht geschissen gekriegt zu fixen. Was ich aber nicht glaube, ich glaube, es ist eher der Fall da, dass ich zu doof bin. Weil das meistens der Fall ist. Manchmal habe ich Glück, dann bin ich nicht doof und es ist ein Bug, aber... Es ist häufiger so, dass ich einfach zu blöd bin. Ich habe auch mit den anderen Chars, die ich ja ein bisschen noch gezockt habe, auch noch ein bisschen gefarmt. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht mehr so arg viel abbauen müssen. Nur Eisen hier und da mal. Aber so arg viel abbauen werde ich nicht mehr müssen. Weil ich schon viel nebenbei noch gefarmt habe und wenn man dann halt so arg viel gefarmt hat wie ich. Moment, erstmal gucken, wo ich. Ist jetzt hier überhaupt der Dungeon? Also ganz kaltschnäuzig gefragt. Eine Kieselmine. Also muss sie, denke ich mal, hier unten irgendwo sein, wa? Sicher, dass die hier unten ist? Sind wir jetzt hier?
Mal schauen, ist das die hier? Genau, die Glutkieselmine, jo. Das ist doch dieses eine hier, wo wir diese Quest gemacht haben mit den Argoniern. Die wir zurückverwandeln mussten. Ah, hier ist also ein Dungeon drin. Guck an. Und guck mal diesen schönen Ladescreen wieder an. Hoffentlich dauert das nicht wieder so lange. Oh, guck mal, ein schönes Gebiss. Nom 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 nom. Schlecht. Wett? 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 Habt ihr das auch gesehen? Komisch. Sind die auch mal aufgeladen, die Dinger? Jo, beide. Ich brauche eigentlich alles, das ist alles gar nicht mehr einzusammeln. Ich habe genug mit meinem... Und ich habe schon sehr hardcore auch hier und da ein bisschen auch Sachen gefarmt, dass die Rufe auf einem Char wesentlich auch ordentlich hoch sind, damit ich jetzt hier nicht mehr so arg machen brauche. Natürlich werde ich das hier auch zeigen, viele Sachen mit dem Berufen, aber ja, ich glaube nicht, dass ihr euch Let's Plays anschaut, nur um zu gucken, wie jemand seine Berufe skillt. Das macht man, glaube ich, alles über Offscreen. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich höre einen Kampf. Wo? Bin dabei. Schade, doch nicht. Liegt da unten die Himmelsscherbe? Oh Gott, ist da tief. Was ist denn da? Wie kommt man denn da runter? Das springen? Ach komm, wer wagt, gewinnt. Ich dachte schon, hä? Dann haben sie aber auch ziemlich holprig den Weg hier hochgemacht. Nur einmal irgendwie irgendwas falsch gesetzt, schon hängt man da unten fest. Aber hier und da wissen die Entwickler auch mal, was sie tun. Hin und wieder mal. So, jetzt warten wir auch nochmal ganz gemeinschaftsgetreu, bis der Boss hier erscheint. Weil damit man dieses Dungeon abschließt, also damit es auch hinterher da steht, dass man das abgeschlossen hat. Dieses Dungeon muss man auch zumindest mit auf den Boss drauf kloppen und den getötet haben. Das reicht schon einmal, ein, zweimal draufschlagen. Weil er auch zur Zeit, tagsüber, wenn hier mehr los ist, stehen schon sehr viele Leute drumherum und die brauchen meistens alle nur einmal draufschlagen, ist er schon tot. So. Ist jetzt wieder abgeschlossen, Loot-Kieselmine. Und das gab zum Beispiel nur ein Gold, also habe ich nie genug draufgeschlagen. Hier noch irgendwie was zu kriegen oder sowas ist schon eine Kunst. Diese Kunst beherrsche ich nicht, also. Weil in meinen Augen sind einfach zu viele Leute da, die auf diesen einen Mob draufklatschen. Und der ist so schnell weg, da mal irgendwie nur einen Hit zu landen oder sowas ist schon eine Kunst manchmal. Na komm. Ich bitte zu entschuldigen, wenn das hier und da mal so ein kleines Geräusch von mir kommt, aber ein bisschen Schnupfen. Ja, böse, böse. Hä? Ach ja, stimmt, ich bin in dieser komischen Mine drin. Ich hab schon gedacht, ich bin doch raus eigentlich aus der Mine gerade gegangen. So
Da ist noch ein Wegschrein. Und, da, und hier war gerade noch irgendwo noch ein Dungeon, ne? Ja, da schauen wir mal. Erstmal aufsetzen hier. Nee. Mit den Scams muss ich mich unbedingt jetzt auch noch rumschlagen. Die werden im späteren Spielverlauf noch sehr nervig genug. Wäre schon irgendwo ein Anker? Oh, 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 oh. Halt, ist noch eine Quest von Hauptmann Jolm. Ich darf einfach Jolm. Ich weiß nicht, wie man dieses H davor vorsprechen soll. Jolm. Eher weniger. Bündnissoldaten warten im Norden, Fremde. Ich bin überrascht, hier draußen ein freundliches Gesicht zu sehen. Habt ihr Soldaten des Bündnisses auf der Straße getroffen? Stimmt etwas nicht? In einem Lager im Nordwesten befindet sich eine kleine Einheit Bündnissoldaten. Ich spüre in meinen Knochen, dass sie einen Flankenangriff planen. Ich muss in die Feste Aran zurückkehren und die Rekruten auf ein mögliches Gefecht vorbereiten. Ich könnte das Lager auskundschaften. Wonach soll ich suchen? Bei Schurs Knochen, ihr seid wahrlich tapfer. Falls ihr es lebendig nach draußen schafft, lasst die Kommandanten im Feldlager etwas Stahl oder Magie spüren. Sie sind diejenigen, die am ehesten eine Abschrift der Befehle haben. Begebt euch dann zu den Toren der Feste. Okay, ich treffe euch in der Feste Arand mit den Befehlen. Reist nach Nordwesten und haltet Ausschau nach Bündnisaktivitäten. Findet heraus, warum sie hier sind und was sie planen. Geht schnell und geht vorsichtig. Ja. Ist schon klar. Oh, da ist auch wieder Feste Arand. Da muss ich auf jeden Fall hin. Und da später irgendwann. Und da der Hain des Brahmas, obwohl ein Mob namens Brahma sein, den man umklatschen muss. Wie gesagt, dieser Totenkopf mit den gekreuzten Schwertern sind so Freiwild-Elite-Mobs, würde ich mal sagen. Bosse würde ich die jetzt nicht nennen, dafür liegen die auch zu schnell. Einfach nur Elite-Gegner. So. Katsching. What? Wo? Da hinten. Hopp, 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 hopp. Weg, 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 weg. Meins. Jawohl. Oh, 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 oh. Etwas, was ich gebrauchen kann. Das gibt's nicht. Warte mal, hat mehr Rüstung. Stufenerforderung ist zwar ein bisschen weniger, aber halt mehr Rüstung. Die Ausdauer ist dasselbe und die Rüstung ist ein bisschen erhöht. Joa, komm. Nehmen wir mit. Hä? Wo steht wieder eins, ne? Hat es eigentlich gerade gebrannt und das, immer, ne? Eis und Feuer und so müsste eigentlich wegschmelzen. Kollege, nicht realistisch. What? Ach so. Hallo? Die Befehle des Durchsturzbündnisses. Aha. Und die darf ich nie lesen, ja. Das muss ich immer mir jeden Scheiß hier durchlesen und das darf ich nie lesen. Was? Wer? Mal. Entweder habe ich nur gerade das übersehen oder nicht richtig hingeguckt, aber erst mich anschießen und dann, weißt du? Oh, ah. So. Wie sagt man so schön? In your face! Na komm. Ach komm schon, ey. Ernsthaft. Nein.
Na, was haben wir drin? Eine Eisenaxt. Kann ich nicht gebrauchen, aber egal. Da oben geht's weiter. Guten Tag. Ist da wer? Hallo? Ne. Keiner da. Eine Schriftrolle, die einige Pläne des Bündnisses, was? Steinfälle betreffend enthält. Aha. Interessant. Und dann ist auch wieder ein Dungeon. Mephalas Nest. Aha. Scheint diesmal irgendein Tier zu sein. Glaube ich mal. Ist aber schon seltsam, ne? Und ein Mist, ne? Welche Streitmacht lässt seine Befehle und was weiß ich so offen wie rumliegen? Aber naja. Nee, hier muss ich glaube ich nicht rein. Nee, das ist es nicht. Ich tippe mal da, wo die Straße hier aufhört, muss ich rein. Deswegen versuche ich jetzt mal hier so rumzukommen. Ein bisschen rumzuschlawinern hier. Na, hier müsste ich das doch schaffen, komm. Schaffe ich das doch, oder? Komm, hier. Hier so und dann da und dann, genau. Hopp, hallo Spinne. Ah, komm schon. Genau, das wollte ich, habe ich mir in den Schrumpf gewartet. Diese eine Spinne wollte jetzt zu der anderen Toten hinrennen. Und sich da nämlich Leben regenerieren, ey. Eine Totenspinne. Das ist überaus nervig später auch, ne? Was? Oh, Level 11 schon. Aber auch noch machbar. Level 11. So wie das hier aussieht, ist das eine Spinne. Das haben wir schon fast klar. Ich will nur gucken, wie ich da reinkomme. Wo denn? Ohne Mist, irgendwo muss ich doch hier einen Eingang geben, oder? Oh, ist das einfach nur so schlicht hier. Ist einfach nur die Plattform da, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach komm schon. Da geht's auch nicht rein. Ach komm ey. Geht denn das rein, Mensch? Hier ist ein Buch. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Da musst du da irgendwo reingehen. Musst du da irgendwo in das Nest reinkommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da oben sein soll. Gut, ich meine, es ist natürlich die Frage, was denn dann, aber... Oder vielleicht hier irgendwas? Sieht doch auch irgendwie falsch aus.
Oha, oha, oha. Mein Freund kommt nicht mehr her hier. Oh, schnell, schnell, Trank. Muss hier sein. Ernsthaft? Dein Ernst? Ah, hier ist die Tür. Guck mal. Oh Gott, bin ich dumm.